Hallo und herzlich willkommen im neuen Part von was sag ich denn da? Spyro, ja. Wir werden natürlich weitermachen. Und gucken, was wir in der neuen Welt sehen. Ich habe nämlich jetzt mehr Zeit. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch mehr Videos hochladen, ja. Weil ich habe so viel Stress gehabt in letzter Zeit, deswegen machen wir einfach weiter und sprechen mit dem. Ja, mein Portal funktioniert wieder. Ich sehe dich am Strand. Ja, okay, dann gehen wir mal in dem Level hier. Seashell Shore, ja. Gehen wir da einfach mal rein und gucken, was uns erwartet. Jö, eine Wasserwelt, wie man sieht. Sprechen wir mit dem da mal, der da gerade rumsteht, was er so zu sagen hat. While I was gone, my friends borrowed the Rhinox submarine. And then they took it for a joyride. Ja, eigentlich voll sinnlos, weil wir... Ich hab nämlich keine Lust immer zu übersetzen, aber egal. Ach, jetzt funktioniert die Taste wieder nicht. Cool, ehrlich. Jetzt geht's weiter. Ach, zum Glück. Ja, machen wir jetzt mal die Cola-Flaschen kaputt, sag ich mal. Warum bewegt dich Spyro? Hast du einen Bug oder was? So, genau. Was ist das für Viecher, ey? Die können ja noch niemals richtig zielen. Richtig schlecht von dem, ey. Ja, die Kraken sind auch kurios, die können auch niemals, wenn die ihre Attacke machen, kann man die auch treffen und man verliert kein Leben. Irgendwas haben sich die Entwickler dabei gedacht, frage ich mich gerade. Ja, hier gehen wir auch gleich rein, in diesen tollen Holzding da. Ja, Holzplatten. Aber zuerst sammeln wir erstmal die anderen Sachen rein. Richtig kurios, wie die zielen. Ich glaube, die müssen mal eine Brille bei Viehmann kaufen, ja. Also wie die gucken. Oder die haben keinen Cola-Wasser. Ach, Cola-Wasser, Zielfasser getrunken. Das ist ja richtig schlecht, wie die da zielen, ey. Ja, das können wir natürlich nicht zerstören. Ist ja auch ein bisschen zu groß für Spyro. Gerade irgendwie einen falschen Knopf gedrückt, aber... Geht weiter. Ah, die Dinger können wir also auch zerstören. Das ist natürlich sehr gut. Kann man nämlich was mit anfangen, mehr Edelsteine sammeln. So, dann gehen wir mal hier weiter rein. Ach nee, vielleicht können wir das noch kaputt machen, weil er so komische... Ah, geht nicht auf. Ist ja ein Versuch wert gewesen, aber funktioniert leider nicht. Ja, der schießt wieder voll und da muss er direkt nach einem Schuss nachladen. Das nehme ich schon ziemlich gut. Ja, nach einem Schuss nachzuladen, da bist du ja weg platt. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Ach komm, gehen wir mal hier lang, da ist nämlich ein extra Leben, was uns erwartet. Und das ist nämlich ziemlich praktisch. Ja, wir haben es geschafft. Wir können aus diesem Wasser raus und können an die Oberfläche. Ich finde die Oberflächenlevels viel besser als die Wasserlevels. Die finde ich nicht so toll. Lieber am Strand gehen. Mal gucken, was die sagt. If you want a quick summary of your prop. Wenn du diese Taste drückst, kannst du deinen aktuellen Progress in dem Level sehen. Somit kannst du sehen,
wie viele Eier dir noch fehlen und was du dafür tun musst. Das wissen wir natürlich schon sehr lang, aber wir kriegen auch einen Checkpoint. Zerstören wir erstmal die Teile hier. Da muss man aufpassen, da sind noch manchmal so Rhinox oder was drinne. Die nerven auch langsam. Ach, guck mal, da ist ein Ei. Gucken, wer da drin ist. Jason, ja. Drache zufälligerweise, wie sind die aber jetzt bei Euro. Ja, und damit haben wir jetzt 25 Eier. Ja, 25 Eier, die der Spyro hat, das ist schon ziemlich heftig. Der ist schon ein komischer Drache, der 25 Eier in seinen Drachen-Dingen halten kann, in seinen Schwanz. Das ist schon Weltrekord. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist doch einfach, den Fässern auszuweichen und dann kriege ich so ein Fass aufs Maul. Ganz toll. Ganze Zeit falsche Taste gedrückt, aber jetzt geht's weiter. Ja, der schießt voll in der falschen Richtung, wie ich gerade feststellen musste. Er trifft uns noch nicht mal richtig. Das ist einfach, wenn man einen Dreh raus hat, dann gehen die Gegner eigentlich. Aber wie kommen dieses Level schon größer vor als das andere, ja. Also schon besser das Level. Ich mag größere Level, so nicht so Mini-Level. Oder ich täusche mich gerade, aber ich weiß, machen wir erstmal diese Gegner tot hier. Müsste eigentlich alles klappen. Klappt auch jetzt. Die haben noch einen Schaden bis jetzt genommen. Und ich gekackten Fallertebogen. Ach so, ja, vom Fass gerade, genau. Ja, und die rennen uns schon, natürlich schon wieder an. Ja, Fässer explodieren vor der Wand. Ich weiß nicht, unsichtbare Wand wahrscheinlich. Ist ja nichts Neues in einem Spiel. Ja, und ich wollte mich nur ganz herzlich bedanken, dass ich jetzt 4 Abonnenten habe. Ist eigentlich ganz schön cool geworden. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal so ein Video hochladen pro Tag. Also von den verschiedenen Spielen Dragonica und mein Spyro 3 Let's Play, ja. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie man bei den Suchergebnissen von YouTube, also wenn man Spyro 3 Let's Play German eingibt oder sowas, oder Dragonica Let's Play, wie man da so weiter oben steht, weil ich finde mich niemals auf der 15. Seite wieder, also mein Kanal oder mein Video, obwohl da viele Schlagwörter bei den Tags vorkommen. Naja, man kann ja nicht alles haben, es ist nicht alles einfach, aber ist ja jetzt nicht so besonders. You can hover to get more distance when Du kannst deine Flugwahrscheinlichkeit erhöhen und weiter fliegen, indem du die Dreiecktaste am Ende des Fluges drückst. Ja, das heißt schon der Jäger, genau, Jäger sag ich zum ersten Mal richtig beim ersten Mal. Der hat ja direkt am Anfang des Spiels erzählt, dass man dann überfliegen kann. Also BTF? BTF? Ja. Gehen wir mal erstmal nach unten. Wahrscheinlich machen wir wieder dieses Trailer-Level oben, das wir oben gesehen haben. Im nächsten Part, ich weiß nämlich nicht, ob Zeit wieder reicht. Deswegen machen wir das, glaube ich, im nächsten. Aber wir werden sehen, vielleicht komme ich ja mit der Zeit aus. Das wäre schon ganz gut.
So, jetzt sind wir wieder im Wasser. Hasse ich eigentlich in diesem Spiel. Aber wir sind dann gerade direkt vor uns eine riesen Muschel, ja. Die hat wahrscheinlich auch ein paar Sachen in ihr drin, ja. Vielleicht ein Ei. Keine Ahnung. Ja, die Rinux sind echt kurios und da war sie sowas von schlecht. Die meisten Schwierigkeiten hatte ich nämlich bis jetzt bei dem ersten Level, wo man diese ganze Beule nach oben klettern musste, ja, die nerven ganz schön. Echt gut gemacht alles. Sagen wir mal, machen wir erstmal diese Cola-Flaschen kaputt und die Krake direkt BÄM! Den auch noch. Oh, da noch nicht rein, da wollte ich mich im nächsten Part. Alles schon vorgeplant bei mir. Eigentlich nicht, aber egal. Ja, ich hätte irgendwie ein... Ja, egal. Gehen wir erstmal... Ne, wir gehen erstmal da rein in der Höhle jetzt. Oder haben wir irgendwas vergessen? Ne, irgendwie nicht. Dann gehen wir mal rein. Hauen wir mit dem Kopf dagegen. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, mein Sheetbook rausholen und überlegen, wie wir die befreien. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie das geht. Nein, war natürlich ein Scherz, ich weiß es, und wir rammen ihn einfach um und wir haben es geschafft. Mein Plan hat funktioniert. Dieser beschissene Oktopus hat einen Schlüssel gedroppt und ich kann mal und hat mich geschüttelt. Nun kann ich meine Freunde befreien. Okay, dann mach das mal. Wir sind alle gespannt. Was passiert? Richtige Taste finden. Und ja, es geht los. Und da sind sie alle befreit. Und ein Portal erscheint wieder. Ich habe vergessen, das zu erzählen. Einer von den Rhinox hat dieses Ei in seine Essensbox gehabt. Ja, cool. Ditzi hatten wir da drin. Ich habe schon gerade gedacht, das ist ein Drache mit einem Schnäuzer gewesen. Sammeln wir erstmal die Sachen hier ein. Echt ganz wertvoll aus. Ja, eigentlich sehe ich dafür Müll. Jetzt gehen wir mal nach oben, ja. Sieht nämlich schon so recht groß aus, die Arena. Das war nicht, was ihr dachtet, das habe ich mit meinem Mund gemacht. It's magic. Ja. Voll Magie. Ja. Ja, und damit verabschiede ich mich in diesem Part von euch. Der mir viel gesammelt im Spiel. In dem Part eigentlich viel geschafft. Wir haben keine Fails gehabt, also kein Leben verloren. Und ich bedanke mich nochmal an die 4 Abonnenten, die ich jetzt habe. Und auch anderen Leuten, die vielleicht bei mir vorbeigeschaut haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen kommt ein neues Veronika-Video, da kommt das Bayern. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr mal auch einen Daumen hoch. Ich würde mich darüber freuen. Euer Massi Killer. Ciao.